Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch X-Men Doppelpack. Alle weiteren Informationen zu diesen Filmen und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zu den Filmen und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. X-Men Doppelpack, wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Film. Jawohl, der erste Teil X-Men aus dem Jahr 2000 und der zweite Teil aus dem Jahr 2003. Die wurden hier zusammengefasst in dieser sogenannten Doppelpack-Edition. Hier oben lesen wir die beiden Filmtitel, Zweier-Disc-Box, X-Men, X-Men 2. So sieht das hier von der Seite aus. Oben lesen wir auch wieder X-Men Doppelpack. Und auf der Unterseite haben wir hier einen Barcode. Weitere Infos, das Ganze ist freigegeben ab 12 Jahren. So, die Box ist im Prinzip ein Schuber, ein Pappschuber. Was lesen wir hier? Ein Actionkracher, zweifach Action, zweifach Abenteuer, zweifach Fun. XXL Power im Doppelpack. Erleben Sie Bryan Singers komplette X-Men-Saga erstmals in der ultimativen Doppelbox. Extreme Bonusmaterial und fast 4 Stunden Sci-Fi Action machen diese Box zum absoluten Muss für jeden Sci-Fi-Fan. X-Men katapultiert sie in die fremde Welt der Mutanten, die über unglaubliche Superkräfte verfügen. Unter der Führung von Professor Xavier haben Wolverine, Storm und die anderen Mutanten gelernt, ihre Fähigkeiten für eine Welt einzusetzen, die sie fürchtet. Die größte Gefahr lauert direkt unter ihnen, denn Mutant Magneto will die Zukunft und damit die ganze Welt in seine Gewalt bringen. In X-Men 2 stehen die Mutanten einer noch tödlicheren Gefahr gegenüber. Jemand kennt ihre Schwächen, jagt sie und plant ihre totale Vernichtung. Für die X-Men gibt es nur eine Überlebenschance. Sie müssen sich mit Magneto verbünden, um so einen Krieg zu verhindern, der alles Leben auf der Erde auslöschen könnte. So, dann haben wir hier eben die Specials zu Teil 1. Sonderausstattung nennt sich das hier. Und dann hier noch zu Teil 2 ebenso. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Drei Sachen lassen sich hier rausziehen. So sieht das hier dann von innen aus. Und zwar haben wir hier die beiden Filme, also X-Men 1 und X-Men 2, auf DVD. Und dann haben wir hier noch zusätzlich so ein Metallcase. Kommt hier in einer schwarzen Kartonhülle. Okay, ja, das kann man hier einfach entnehmen. Packen wir zur Seite und starten wie immer mit den Filmen. In diesem Fall mit Teil 1, das ist X-Men Teil 1. Wir haben hier die diversen Mutanten abgebildet, 8 Stück. So sieht das aus auf der Seite. Und auf der Rückseite nochmals die Handlung des Films. So, dann haben wir hier noch die Specials angeführt. Die Infos zum Film, Barcode, okay. So sieht es hier von innen aus. Hier haben wir noch ein Booklet. Hier werden noch andere Filme beworben, unter anderem Alien, 28 Days Later und so weiter und so weiter. Daredevil, ja, also Werbung für andere Filme. Die Kapitelübersicht des Films. Und dann haben wir natürlich den Film an sich, das ist die DVD. Und hier hinten nochmal das Bild, das wir hier auch auf der DVD haben. Also hier ist gerade Professor Xavier mit seinen X-Men unterwegs. Dann haben wir Teil 2, das ist dieser hier, X-Men 2. Auch hier natürlich wieder die Infos, was in dem Film so passiert, dann die Specials und die weiteren Infos plus Barcode. So, hier gibt es scheinbar keinen Einleger, dafür eine umfangreiche Kapitelübersicht. Ich glaube, im vorigen Film waren sie nur 15, hier sind sogar 40. Dann die CD, beziehungsweise die DVD. Na, und so sieht das aus. Gut, soweit zu den beiden Filmen. Und dann haben wir zusätzlich noch das hier, und zwar ist das hier ein DVD-Case, eine DVD-Aufbewahrungstasche, die hier im X-Men-Stil kommt, also hier entsprechend geprägt mit dem X und dem Zweier. Auf der Rückseite lesen wir Marvel und 20th Century Fox.
Und hier geht es dann mit Reißverschluss auf. So, jawohl, das kennen sicher einige noch, war ja früher deutlich verbreiteter als heute. Da hat man hier seine ganze Filmsammlung dann immer in solchen Hüllen gehabt. Ja, kann man natürlich auch jetzt noch nutzen. Hier sehen wir auch, dass der Deckel entsprechend geprägt ist. Gut, und das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Aufbewahrungstasche hier für eure Filme im X-Men 2 Design. Dann der Film X-Men 2 sowie natürlich der Film X-Men, also X-Men 1. Jawohl, das alles. Und natürlich jede Menge Features und Bonus-Specials in dieser wunderbaren Box X-Men Doppelpack. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von den Filmen bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Ganze feiert, falls ihr X-Men unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.